Wunderschönen guten Morgen auch von uns. Again, good morning from our side. Das ist Rebecca, ich bin Michi. This is Pastor Michi, I'm Rebecca. Und ich freue mich, dass wir heute, wir haben es ja schon kurz gehört, weitermachen in unserer Predigtreihe über die Psalmen. And like you just heard, we're excited to continue our sermon series from the Psalms. Und wisst ihr, was erstaunlich und gleichzeitig wunderschön ist? And you know, there's something that's really cool about this. Wenn du Pastor bist, when you're the pastor, dann darfst du deine Arbeitszeit damit verbringen, die Psalmen zu lesen und darin ein bisschen mehr drüber nachzudenken und auf dich wirken zu lassen. Then it's really your job to go to work and to read the Psalms and to let them sink in and just read through them and learn the Psalms. Ich merke, dass es mir persönlich gut tut, mich mit dem Psalm auseinanderzusetzen. And I've found that this has been really beneficial for me. Ich merke, dass Gott Dinge zeigt. God's been showing me things. Ich merke, dass Gott auch Dinge korrigiert. And God's also been correcting some things that I thought. Und ich freue mich daran, dass wir da drin sind und freue mich auf den heutigen Teil gemeinsam mit euch. And so I'm really excited to be here and to go through this and look at these Psalms together with you this morning. Aber bevor wir das machen, ein kurzer Gedanke. So before we get started, just a quick note. Kennt ihr das noch? So maybe I'm going to remind you or ask you to remember something. Es gab ja eine Zeit, wo wir nicht mit den Handys und mit den Telefonen und mit den Computern kommuniziert haben. Believe it or not, there once was a time when we didn't communicate with our computers and our cell phones. Es gab eine Zeit, da hatten wir etwas in der Hand und haben damit auf einem Papier geschrieben. There was really a time when we held something in our hand and we wrote on a piece of paper. Ich habe mal drüber nachgedacht, wann ich zuletzt einen Brief so handschriftlich wirklich verfasst habe. And I was thinking, when was really the last time I took a piece of paper and I wrote a letter by hand? Also ich kann mich erinnern, ich habe Urlaubskarten geschrieben. Okay, I wrote a few postcards recently. So, das Wetter war schön, mir geht's gut. How are you? The weather's nice. Aber so einen richtigen Brief. But like a real letter with some content. Ich glaube, das geht so ein bisschen zurück an die Anfangsphase meiner Beziehung, der Beziehung mit meiner Frau. I think the last time I wrote a letter was probably when I was starting my relationship, dating my now wife. Und da habe ich einen Brief verfasst, einen Brief geschrieben. And I remember writing a letter. Und ich habe gemerkt, so in der Erinnerung daran, dass Briefe irgendwie manchmal tiefer gehen als all das, was ich so im Alltag oft mache. And I was reminded that when we write a letter by hand, oftentimes you tend to go more deeper. You write something with more meaning than if you're on a computer. Oder ich nehme mir mehr Zeit, mich darin hineinzudenken, wer der andere eigentlich ist. Es ist eben nicht nur schönes Wetter. And when you write a letter by hand, you actually you take time and think about the person that you're writing to, and it goes beyond just the weather's nice. Sondern du stellst dir vor und du reagierst auf die Person, die du da gerade, der du da gerade schreibst. So, just imagine, when you write a letter, you're engaging or you're thinking about the person that's going to receive your letter. Und ich habe ein was gemerkt. And I realized something. Immer wenn ich einen Brief schreibe, auch wenn ich der Erste bin, der den Brief schreibt und der andere erst später antwortet. When I write a letter and I'm the one who writes the first letter, even if the person who receives the letter doesn't respond right away, dann ist mein Brief immer eine Antwort. My letter is still like a response. Es ist immer eine Antwort an denjenigen, an den ich diesen Brief adressiere. It's a response to the person that I have addressed the letter to. Ich habe nicht einfach einen Brief geschrieben, weil nichts passiert ist. I didn't just write a letter based on nothing. Sondern ich habe einen Brief geschrieben, weil Sarah auf einmal, so heißt meine Frau, in meinem Leben auftauchte. But talking about the letter I wrote to my when I was dating my now wife Sarah, there was a purpose for this letter. So sie tauchte auf, da war auf einmal eine Person und der wollte ich schreiben, auf die wollte ich reagieren und deswegen war mein Brief eine Antwort. And this person came into my life, and because this person came into my life, my letter to her was a response, was my answer. Briefe sind Antworten an eine Person. Letters are like responses to a person.
Ganz am Anfang der Reihe der Psalmen haben wir festgestellt, bei Psalmen handelt es sich um Gebete. And as we have learned, the Psalms are like their prayers. Wir haben gelernt, dass Jesus auch einer derer war, die die Psalmen gebraucht haben, um zu Gott zu kommen und zu beten, um das auszudrücken, was in ihm selbst vor sich geht. And we see how Jesus even used the Psalms to express himself and to express what was going on the inside of him, and he prayed the Psalms. Ich habe festgestellt, dass in meinem Gebetsleben ich manchmal derjenige bin, der denkt, jetzt fängt es an. Ich richte mich, es ist der an Gott, das ist der Anfang. And I found that often in my prayer life that I somehow think that I'm the one initiating this prayer and this conversation with God, as if I'm the one who starts it. Ja, ich denke, ich fange das Gespräch an mit Gott. Mein Gebet startet das ganze Ding. Mein Gebet löst das erst aus. And I think I realize that what I think is that I'm the one who decides to pray, and I take a step towards God, and I'm the one who initiates this prayer with God. It's me. Aber ich glaube, dass der Psalm und die Psalmisten uns etwas mitteilen wollen, was sagt, dass es dem genau nicht so ist. But I think we can learn from the Psalms that that's not really the way it is. Sondern sie wollen uns sagen, sie sind genauso wie jeder Brief eine Antwort auf das, was vorher passiert ist. The Psalms are just like the letter example that we had. They're a response to something that has happened already. Die Psalmen sind eine Antwort auf eine Person beziehungsweise eine Antwort auf Gott. The Psalms are a response to God. Und was das konkret bedeutet, das will ich heute mit euch so ein bisschen erkunden und verstehen lernen. So let's look at that this morning together. Weil ich glaube, dass es wichtig für unser eigenes Gebetsleben ist, zu merken, wie wir Gott Antwort geben können mit unseren Gebeten. And I think it's going to help us with our prayers to learn together, how can I respond to God? Vielleicht habt ihr euch das gemerkt oder wisst es noch, es gibt ja 150 Psalmen. And if you remember, we said that there are 150 Psalms. Und die meisten sind tatsächlich Gebete, die meisten richten sich an Gott. And most of the Psalms are prayers, they're prayers to God. Aber zwei sind's nicht wirklich. But two are a little different. Und zwei haben eine andere Funktion, als uns zu helfen, zu beten und zu verstehen, was Beten bedeutet. And these two are to help us, they have a different purpose. They're to help us to, to help us? Warte kurz. Genau, was dem Beten vorausgeht. Sie wollen uns helfen, wie soll uns helfen zu verstehen, was vor dem Beten kommt. And these two psalms are there to help us to understand what precedes a prayer. Sie wollen uns helfen zu verstehen, dass unser Gebet tatsächlich eine Antwort ist. And to help us to see and understand that our prayers are essentially a response. Ich spreche vom Psalm 1 und Psalm 2. And I'm talking about the first two psalms, 1 and 2. Und ich werde mich heute auf Psalm 1 beschränken. And today we're going to look at the very first psalm. Und ich möchte darauf den Schwerpunkt setzen, aber ich glaube, dass es mit Psalm 2 zusammen uns etwas Tiefes erklären möchte. And although it's, I think it works together with the second psalm, but we're going to look at Psalm 1 and it wants to show us something a little more in detail. Und ich werde es auf Deutsch lesen und ihr könnt es hier an der Leinwand auf Englisch sehen. And we'll read it in German and you can read along in English on the screen. Glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottloser Menschen folgt, der nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt, Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was es sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie seine Gebote missachtet haben, sind sie aus seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Herausfordernder Psalm. This is a challenging psalm. Es ist ein Psalm, der manchmal ganz schnell Rückschlüsse bei uns zu Rückschlüssen führt, die vielleicht nicht unbedingt richtig sind. And this is the kind of psalm that might cause us to come to conclusions that aren't exactly right. Ich glaube, wir sind ganz schnell dabei zu sagen, okay, der
Fokus dieses Psalms liegt darauf, dass es um unser Leben, die Art und Weise, wie wir leben, die Moral unseres Lebens geht. So you might read a psalm like that and immediately think that this is talking about morals and moral living and what you should and shouldn't do. Gott hat uns Gesetze gegeben, also sollten wir die Tag und Nacht studieren, einhalten, und es geht im Wesentlichen um Do's and Don'ts. Yeah, you might tend to think this is about God who told us how to live and we should meditate on it day and night, and it's this do this and don't do that. Und die Folge davon ist, sagt hier der Psalmist, dass wir glücklich sind. And then the psalmist tells us that will result in a happy life. Dieser Eindruck entsteht ganz schnell, wenn man schnell drüber liest. And if you read over a psalm like that just quickly, that's probably what you would hear. Aber wir wollen uns mit diesem Psalm auseinandersetzen, um zu verstehen, dass dieser Psalm uns hilft, dass Gebet eine Antwort ist. But let's look a little deeper and see that this psalm is really showing us how prayer is a response, is an answer. Ich denke, wir dürfen wirklich ein bisschen tiefer graben und diesen Psalm uns anschauen. Das möchte ich gemeinsam mit euch machen. And I want us, and I think that we should look a little deeper together. Und ich möchte mit diesem einen Wort anfangen, was am Anfang steht: glücklich sein. And I want to start with the very first part of the psalm that talks about blessed. Und ich möchte mich fragen, was für eine Idee hatte eigentlich derjenige, der diesen Psalm geschrieben hat, als er gesagt hat, glücklich sind die. So what do you think the psalmist motivated him to start off like this, blessed is the man? Um was für ein Glücklichsein geht es Gott in meinem und in deinem Leben? And what does it mean, blessed, to be blessed in your life and my God, from in your life or my life from God? Du hast es schon gesagt, glücklich kann genauso gesegnet sein und gesegnet bedeuten. And happy, blessed can also mean happy. Und es ist spannend zu sehen, dass das Wort, was hier gebraucht wird, ganz am Anfang der Bibel auch auftaucht. And it's interesting because this word also shows up in the very beginning of the Bible. Wir finden das in der Schöpfungsgeschichte wieder. In the story of creation you see this word. Wir finden es da wieder, dass Gott es ausspricht über den Menschen. And God speaks this word over the people. Er sagt es zu Adam und er sagt es zu Eva. He spoke this word to Adam and to Eve. Er sagt, ihr seid gesegnet. He said, you are blessed. Steht in 1. Mose 1, 28. In Genesis chapter 1 verse 28. Und da steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, das Gottes Ebenbild, als Gottes Ebenbild. And it says that God created man in his image. In his image he created man. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach. Created them, woman and man, and he blessed them, and he said. Vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über Tiere, über Fische, Vögel und andere auf der Erde. Multiply, fill the earth, subdue it. Have dominion over the fish in the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Wenn ihr gesegnet sein wollt, ihr seid gesegnet. If you want to be blessed, you are blessed. Ja, kurze Anmerkung. Als Gott das sagt, befinden sich Adam und Eva noch im Garten. But remember, don't forget that when God spoke this, Adam and Eve, they were still in the garden. Die Schlange war noch nicht da. They hadn't yet had the experience with the serpent. Sie haben diese Frucht noch nicht probiert. Sie haben sich noch nicht drauf eingelassen. They hadn't yet taken from the fruit, the forbidden fruit. Sondern der Kontext, in dem das hier geschrieben ist, geht es darum, dass Gott und Mensch regelmäßig in Kontakt standen. The context here, it reminds us that God was always communicating with people, with his people. Weißt du, gesegnet oder glücklich zu sein, geht zurück zum Anfang. So being blessed goes all the way back to the beginning. Was der Autor des Psalms will sagen, hey, dieses glücklich geht zurück zum Anfang. And what the author wants to say here, or what it's representing, is this blessed is man goes all the way back to the beginning, to creation. Es geht zurück zur wesentlichen Idee Gottes, der Beziehung zwischen Mensch und Gott. It goes back to that core concept of God and his relationship with us, with people, with man. Es geht zurück zu der Idee, dass mein Leben aus Gott und für Gott gestaltet wird. It brings us back to the truth that our life comes from God and is we live through him. Es geht zurück zum unmittelbaren Kontakt mit ihm. It goes back and it's a reminder of this communication with God. Es geht zurück zum face to face mit Gott. That we have a God that we interact with face to face.
Und es meinte auch, wenn er über die Gottlosen hier in diesem Psalm spricht. And he talks about the wicked in the psalm. Es geht nicht allein um Menschen, die schlechte Moral haben, die irgendwie dahin leben. And this is not referring to people that have bad morals. Sondern ich glaube, die schlechte Moral ist nur eine Folge dessen, was passiert ist. But these people who have bad morals is just a consequence of something deeper. Also im Wesentlichen merken wir, entwirft der Psalm ein Bild davon, dass es Menschen gibt, die ihr Leben nicht auf Gott ausrichten, sondern auf alles andere, auf sich selbst. And he's referring that the wicked here are people who don't acknowledge God and don't live their life according to truth. Er möchte sagen, weißt du, das Gegenteil von gesegnet zu sein ist nicht in der Beziehung mit Gott zu leben. So what he's saying is wicked is the opposite of being blessed, being wicked is living a life without knowing God. Und ich glaube, das macht den Einfluss auch aus und so gefährlich, wenn Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, Einfluss auf uns nehmen. And I think that that's why it's dangerous for people who don't live in truth, who don't know the truth, when they influence our lives. Denn sie werden uns nie zurück zum Ursprung führen, sie werden uns nie zurückführen zum Glücklichsein, denn ihr Leben geht es gar nicht darum, mit Gott zu sein, in Beziehung mit Gott zu sein. Because somebody who's not in a relationship with God, somebody who doesn't live in his truth, they aren't able to lead us to truth. Weißt du, man könnte glauben, beim Volk Israel müsste das sehr klar sein. Ja, wir, natürlich, wir leben nicht so wie die, wir leben anders, wir leben für Gott. And the people of Israel, it was like that with them. They didn't live like the others, they lived a life with God. Man denkt es, man könnte es denken. Or that's maybe what we would think. Und vielleicht könnten wir es auch manchmal bei uns Christen schnell denken, dass es für uns ja gar keine Rolle spielt, dass hier sowas erwähnt wird. And that's how sometimes we are as Christians. Aber dennoch erwähnt er es, dennoch ist es ihm wichtig, das zu sagen. But the psalmist brings this up and highlights this point. Weil ich glaube, dass er sagt, hey, diese Stimmen, die werden immer um euch herum da sein. Because what he's saying is, this voice is always going to be there. Es werden immer Menschen sein, die ihr Leben völlig anders ausrichten und die dich versuchen werden zu beeinflussen. We live in a world where we're going to interact and have people around us and they will try to influence us. Es ist völlig normal in unserer Welt, dass Menschen ein Leben ohne Gott führen, in dem Gott keine Rolle spielt. And we shouldn't be surprised, it's a fact of life that we interact and we live in a world where people there are people who don't believe in God, who don't serve God. Und es ist völlig normal, dass ihre Gedanken, ihre Konzepte, ihr Weltbild permanent um uns herum ist. And it's a normal fact of life that we're going to have this influence around us all the time. Es ist ein Konzept, in dem der Mensch im Zentrum steht und nicht Gott. It's this concept of man in the center point and not God. In dieser Herausforderung haben sich die Menschen damals wiedergefunden. And people were challenged at the time the psalm was written by this. Als sie im Exil in Babylon waren. As they had the exile from Babylon. Und genauso finden wir uns heute in der gleichen Situation wieder. And it's no different today for us. Wir spüren den Einfluss des Zeitgeists. We feel, we sense the influence of the time and of the generation, the times that we live in. Aber der Psalmist gibt sich damit eigentlich einfach zufrieden. But the psalmist is not content with he's aware of that. Er sagt nicht, ja, ist okay, der Zeitgeist ist da. But he's not content with that and he doesn't just say, yeah, well, that's the world we live in. Sondern er sagt, hey, es geht eigentlich um eine völlig andere Idee, die dem widerspricht. He talks here about something that is contrary to that concept. Der Psalmist möchte uns zurückbringen zum Ursprung. And the psalmist in Psalm 1 wants to bring us back to this origin, to this core concept. Er möchte uns eine Richtung geben für unsere Gebete. And he's giving us a direction of how we can pray. Er sagt, die Richtung besteht darin, dass wir Freude am Gesetz haben. He says that the first thing is to rejoice in the law. Am Nachdenken über das Gesetz. To think about and to reflect on the laws of God.
Ich denke, dass die Übersetzung, die wir oft lesen, da sehr irreführend sein kann. And sometimes the translations that we read can be misleading. Denn wir haben schon gelernt, im Wesentlichen beziehen sich die Psalmen, wenn sie über das Gesetz reden, immer auf die Tora, und sie nennen es Tora. And sometimes we think that the Psalms are primarily come from the Tora. Sie beziehen sich darauf. Or they are pointing us toward the Torah. Und das bedeutet oft für uns, die wir das schnell hören, okay, 10 Gebote plus 631 weitere Gebote. And the Torah automatically translates into the Ten Commandments and yeah, the laws. Und ich glaube, das ist nicht automatisch richtig, denn wenn du die ersten 5 Bücher Mose liest, wirst du feststellen, dass es viel mehr gibt als nur die 10 Gebote und 631 weitere Gebote. But that's not even true, because if you read through the first 5 books of the Old Testament, you'll see that how many? 630 laws. Yeah, but there's much more. Es geht um Gottes Lehren. Es geht darum, was Gott mitteilt, nicht nur indem er Gesetze uns gibt, sondern indem er Geschichte mit uns gemeinsam schreibt. There's more, there's history. He's writing history. There are stories and God teaches us. Es bezieht sich eben nicht nur allein auf do's and don'ts. It's not just about the things you should do and shouldn't do. Sondern es bezieht sich auf die wesentliche Idee hinter all dem, was da geschrieben ist. It's about the idea that's behind these laws. Es bezieht sich auf den Ursprungsgedanken, den Gott für den Menschen hat. It's always leading, should be leading us back to this original plan that God had for man. Nämlich ihm eine Idee vom Leben zu geben. And to give us an idea of life. Und ihn ins Leben hineinzusetzen, in der direkten Beziehung mit ihm. And to help us, to guide us and lead us toward a life in relationship with God. Und er macht es mit Hilfe des Gesetzes und er macht es mit Hilfe der Geschichten. And he uses the laws, but he also uses the stories. Weil sie uns zeigen, wer Gott ist. Because these laws and these stories, they show us God's character. Du kannst niemandem einen Brief schreiben, wenn du die Person da eigentlich nicht kennst. You can't write a letter, a real letter to somebody that you don't know. Also, du kannst es machen, natürlich. I mean, you could, but it's not going to have any meaning. Aber wenn du wirklich in eine Konversation gehen möchtest, wenn du jemanden adressieren willst und ihn ansprechen möchtest, dann musst du ihn zuerst kennen. Du musst eine Ahnung von dem haben, mit wem du da redest. When you start, when you write a letter and you address it to somebody, you have some idea of who you're writing to. And what you want to say to them. Ich glaube, dass Gott sich in der Tora, in den ersten Büchern Mose, uns vorstellt. And I believe that God introduces himself to us in the Torah and in these first 5 chapters of the Old Testament. Weißt du, der Psalmist sagt und er lädt uns ein, über das Wort Gottes nachzudenken. So the psalmist here, he's inviting us and encouraging us to meditate on God's word. Genau, das ist eigentlich das Wort, was noch mehr heißt, so darüber zu meditieren, so das auf sich wirken zu lassen. And to let it impact us and to really just to sink in. Und es gibt eine Stelle, die ist ganz witzig, die hat das gleiche Wort. Die gebraucht das gleiche Wort. And there's a funny place where the same word is used. Und zwar in Jesaja 31. And this is in Isaiah 31. Da spricht Jesaja von einem Löwen. And the prophet Isaiah talks about a lion. Und er spricht davon, dass dieser Löwe seine Beute kaut. And Isaiah talks about the lion who chews his seine Beute. Ach ja, was war das? His prey. Sorry. Entschuldigung. Sorry. He chooses prey. Ja. Und das ist das gleiche Wort, was wir in diesem Psalm finden, wenn es ums Nachdenken geht. And that's the same word used in the psalm to talk about how we should chew on the psalm. Ja, es geht wirklich ums Kauen. Es geht nicht einfach mal, ja, schön, nächstes. It's not just like, yeah, read through it, I got that, okay, Psalm 2. Sondern es geht darum, sich mit dem Wort Gottes, mit Gott selbst wirklich auseinanderzusetzen, das zu kauen, ja, wie wenn du ein Kaugummi drin hast, das ist richtig lange in deinem, bis du merkst, okay,
The psalmist here is using a word that means to really chew and digest and get it, let it really get in there, like when you're chomping away on a piece of gum. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir dann nämlich merken, dass es nicht nur Worte sind, denen wir begegnen, sondern dass wir dem lebendigen Wort begegnen, dem lebendigen Gott, wenn wir anfangen, sein Wort zu kauen. And this is important to know how to approach God's word, and as we know that we serve a living God. Ich glaube, dass es mich hinführt zum Gegenüber, zu Gott, dem Vater, der mich einlädt. This leads us to the understanding that we are coming face to face with a God who is inviting us. Yeah. Gottes Wort ist nicht einfach nur eine Informationsquelle. The Bible is the word of God is not just a source full of information. Sondern das Wort Gottes ist lebendig. The word says that his word is living. Das Wort Gottes ist lebendig zu retten. It's alive. It's a living word, and it's a living, alive to save. Und es ist lebendig, um wieder neu lebendig zu machen. And God's word has restoring power. Es verfolgt das Interesse, mir zu zeigen, an wen ich mich eigentlich mit meinen Gebeten richte, wer das ist, zu dem ich bete. So that makes me want to know and to learn about who am I praying to? Who am I talking to? Und es führt mich in Begegnung mit Gott. And it leads me into his presence, to an experience. Wir haben das schon öfter gesagt, die Psalmen sind aufgeteilt in 5 Bücher. We said the Psalms are broken down into 5 books. Genauso wie die Tora in 5 Bücher aufgeteilt ist. Just like the Torah is made up of 5 books. Weil sie die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes sind. Because it's dealing also with the word of God. Weißt du, Psalm 1 fängt an zu sagen, hey, kau das Wort Gottes. So again, we see in Psalm 1, it's saying to chew, to receive God's word. Und du wirst auf all das antworten. And you will be able to give an answer. Denn wenn wir Gottes Wort kauen, fangen wir an zu antworten. Because as we receive and meditate on God's word, then we start have answers. Die Psalmisten sind diejenigen, die gesagt haben, ja, ich möchte kauen. Ja, ich möchte das Wort Gottes so wirklich in mir aufnehmen. And the psalmists, these writers, said, yes, we receive God's word. We want to know more. We want to go deeper. Ich sagte es schon, als das Volk Israel ins Exil abgeführt wurde. As the Israelites were led into exile. Höchstwahrscheinlich hat man da diesen Psalm geschrieben. Probably that's the time when this psalm was written. Höchstwahrscheinlich hat man da auch die ganzen Psalmen, die unterschiedlichen Texte zusammengeführt zu einem Buch. It's very likely that was during that time that all these different passages were put together and to form one book. Damit sie, die den Tempel verloren haben, das Zentrum ihres Glaubens, und jetzt unter dem Einfluss anderer Gedanken, anderer Bilder, anderer Ideen waren. And at the time they were they had their center taken away from them, their core, and they had many different thoughts going through their minds. Dass es eine Zeit wird, in der sie trotzdem anfangen, das Wort Gottes zu kauen und auf Gott selbst zu antworten und da zurückzukommen, was es bedeutet, glücklich zu sein, nämlich zum Ursprung, zu Gott selbst. It was a time when they had suffered loss, but they had to make a decision to put God in the center. Der Psalmist vergleicht das mit zum Aufblühen von einem Baum. And the psalmist talks about it's like a tree. In Jeremia 17,5 lesen wir, dass es daran rührt, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen und nicht auf uns oder auf andere Ideen. And we read the psalmist telling us to put our trust in God and not to trust in other ideas. Und die Folge davon ist, dass wir aufblühen, dass wir glücklich sind. And it says that if we do that, the result is we'll be like a tree that's planted by the waters, bearing fruit. Weil das Leben, was wir von Gott bekommen, aus seinem Wort hervorgeht und darauf, dass wir Antwort auf sein Wort finden. Because we receive life from God's word and then we get answers to live our lives. Ich finde es schön, dass wir im Neuen Testament etwas finden, was das aufgreift. I think it's great, it's wonderful to find something in the Old Testament that's tangible. In dem Neuen Testament, was das aufgreift und was uns noch weiterführt. And so in the New Testament, and that something that will lead us and help us.
dass das Wort Gottes nicht tot ist, sondern das Wort Gottes lebendig ist und etwas in uns bewirkt und uns dahin führt, dass wir mit Gott in Beziehung kommen. The Bible says that the word of God is living and that we can come into a living relationship with God. Johannes der Evangelist sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. It's in the book of John, it says the word became flesh and it lived among us. Was wir glauben, dass Gott sich im Alten Testament zeigt durch sein Wort. And we believe that God shows us through this word in the Old Testament. Aber wir glauben auch, dass das Wort Gottes lebendig geworden ist in Jesus Christus auf dieser Erde. But we also believe that God's word became living through Jesus Christ. It was alive on the earth. Dass Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden. God decided to become a man. Und dieser Jesus sagt Folgendes über sich selbst. And Jesus even spoke of himself saying, Johannes 6, Vers 51. In John 6, 51. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit Menschen leben können. Weißt du, ich möchte nicht damit sagen, dass wir aufhören sollten, das Wort Gottes, das Alte Testament zu lesen. And I'm not saying here in any way that we should stop reading scriptures out of the Old Testament. Aber ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus die Erfüllung all dessen ist, was im Alten Testament dir uns zugesagt wird. But I just want to say that Jesus is the fulfillment of everything that was written. Ich möchte dir sagen, dass die Geschichte Gottes ihren Höhepunkt findet in Jesus Christus. And I want us to see that the gospel finds its highest point through Jesus. Und dass dieses Glücklichsein zum Ursprung wieder zurückkommt, da er wiederhergestellt worden ist, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist. And that we were restored to this blessed life when Jesus went to the cross. Er ist derjenige, der zuerst Gott eins zu eins gezeigt hat. Jesus is the one who showed us God. Und er ist derjenige, der durch seinen Tod und seine Auferstehung uns neues Leben mit Gott schenkt. And Jesus is the one who through his death and resurrection gives us the gift of a life with God. Er ist derjenige, der sagt, ich will dich segnen und ich will dich glücklich machen, weil ich dich zurückbringe zu Gott. Jesus is the one who says, you are blessed, I want to bless you and I want to draw you back into a good relationship with God the Father. Ich möchte dich zurückbringen zu deinem Ursprung, Mensch. Ich möchte dich zurückbringen zu der Idee, die in deinem Herzen so groß ist, dass du eine Sehnsucht danach hast. Ich möchte dich zurückbringen zu Gott, zur Beziehung mit Gott. And I want to restore you to the initial plan and purpose that God had for your life. I want to restore you and restore hope for all of those dreams that are on the inside of you and your desires. Und weil sich Gott in seinem Wort, in der Tora zeigt. And because God shows himself to us in his word, in the Torah. In Jesus. Through Jesus. Weil wir durch ihn die Beziehung mit ihm haben. Because it's only through Jesus that we have relationship with God. Können wir auf ihn ausgerichtet leben, können wir kauen. We can take in this word and we can chew it. Wir können ihn an jeden Bereich, Lebensbereich unseres Lebens heranlassen. And we can allow this word to come into every area of our life. Und wir können das Gegenüber, an das wir uns richten, oder Adressat unseres Briefes wirklich kennen. And we can know the person that we're writing, we're addressing our letters to. Weißt du, die Gebete der Psalmen, das sind keine Mutmaßungen, das sind keine Gedankenblasen. And the prayers of the psalmist are in no way guesswork or coincidence. Weißt, sie waren nicht unsicher in dem zu sagen, oh, ist es jetzt richtig, bete ich jetzt so? The psalmists were not in any way unsure about what they were writing or who they were writing to. An wen adressiere ich jetzt eigentlich gerade? They weren't unsure of who they were addressing this letter to. Weißt, natürlich haben sie mit all den Kämpfen das wiedergespiegelt, dass es hart ist zu beten und nicht einfach ist zu beten. They did express many times in the Psalms that it wasn't always easy to pray and that they were suffering, they had troubles. Aber sie haben gebetet, weil Gott sich ihnen zuerst gezeigt hat und sie gesagt haben, mit meiner Lebenssituation, da wo ich mich wiederfinde, antworte ich auf den lebendigen Gott. But they were praying knowing that they were responding to God. Weil das Kauen vorausgegangen ist. But the reason that they could do that is because they had received
the word and meditated on it. Weil sie zuerst gekaut haben, hatten sie die Intention, mit ihrem Gebeten dem lebendigen Gott, den sie kennen, zu begegnen. And because they had received it and chewed on it and broke it down, they could know who they were writing to and come to God with that confidence and boldness. Die Psalmen sind eine Reaktion, sie sind eine Antwort. The Psalms are their response, they're a reaction. Sie sind eine Sprache der Vertrautheit. It's the Psalms use the language of trust. Sie reagieren darauf, weil sie wissen, wer Gott ist. The Psalms are the response, the reaction, because the psalmist knew who God was. Und weil sie von ihm wissen wollen, wer sie selbst sind. And they knew that they can go to God and they can find out who they are. Also über viele Jahrhunderte wussten ganz viele Christen von dem Schatz des Gebets der Psalmen. And we have this treasure of the Psalms. Viele Leute wussten, hey, das ist meine Grundwerkzeugbox fürs Beten, sind die Psalmen. And people have known for hundreds of years that the Psalms are like a treasure chest or a toolbox that we can go into and use to pray. Sie wussten, dass man einen Gott zu einem Gott betet, den man kennt. And they knew, these Christians, that there's a God that we can pray to and a God that we know knows us. Und sie wussten, dass sich ihr Herz mit den Worten, die da geschrieben sind, verbinden, sodass sie beten lernen. And that these words can connect with our hearts and we can use them to pray. Sie wussten, dass dieses glücklich und gesegnet sein in jedem Lebensbereich hineingreift, wenn sie die Psalmen beten in ihren Höhen und in ihren Tiefen. And these Christians, they knew that they could use the Psalms to pray in times where things were good and also in times when things were just not good. Ich glaube, die Psalmen sind dafür da, uns immer näher an Gott heranzuführen. And the Psalms are there for us to use to come closer to God. Und immer mehr zu wissen, wer wir selbst sind, dadurch, dass wir Gott kennen. But they also help us to learn who we are, as we get to learn who God is through the Psalms. Ich glaube, wir brauchen die Psalmen, um ein Glaubensleben zu führen, was mündig ist. We need the Psalms to live a life where we're growing in faith. Ich glaube, wir brauchen die Psalmen, um voranzukommen. Um Gott zu ehren und zu preisen. We need the Psalms to effectively give God glory and to praise him and to give words on our lips. Ich glaube, wir brauchen die Psalmen, weil sie unserem Herzen helfen, mitzukommen und uns vor Gott führen. And the Psalms will help us to put our hearts toward God and to come to draw closer to him. Ich glaube, sie helfen uns, Gott persönlich mit dem, wo wir sind, zu begegnen. And the Psalms help us to come in a very personal way and encounter God. Sie helfen uns auf die Wahrheit. And the Psalms help us to be honest and transparent and to find truth. Auf die Wahrheit zu reagieren. Ich möchte jetzt was ganz, ganz praktisch mit uns zum Ende der Predigt machen. And I want to do something practical now as we close. Und zwar möchte ich das tun, was über Generationen gemacht worden ist. And I want us to do something that has been done through generations. Etwas, was dein Gebetsleben zu Hause ergänzen darf und ergänzen soll. And something that should and hopefully will help you with your personal prayer life. Denn die Psalmen wurden immer von der Gemeinschaft gebetet. And Psalms, it always talks about praying in community. Der Glaube ist nicht nur eine individuelle Sache, sondern es ist, wie wir hier sehen, etwas, was wir gemeinsam leben. So faith is not something individual, it's something that we live as a body. Ich glaube, wir sind umgeben von einer Welt, wo es viele Stimmen gibt, die nichts mit Gott zu tun haben. And we live in a world that is full of voices that don't have anything to do with the gospel or God. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, als Gemeinde die Stimme gemeinsam zu Gott zu erheben. And I think that's why we as a body need to come together and
to lift up his words. Die Psalmen, mit dem Psalm uns hineinleben zu lassen ins Gebet. And let the Psalms lead us and motivate us into prayer. Den zu folgen, die vor Jahrhunderten schon auf ihren Knien das Gleiche gebetet haben. Just like people have been doing for hundreds of years, on their knees praying. Und uns da hineinzustellen und zu wissen, dass Gottes Wort lebendig ist und dass wir eine Antwort geben dürfen auf unseren Gott, der mit uns in Beziehung lebt. And to be reminded and encouraged that we can respond and reply based on the truth of God's word. Ich habe Psalm 3 rausgesucht und ich möchte das gemeinsam mit euch zuerst auf Deutsch beten und dann können wir es gemeinsam auf Englisch beten. And I chose Psalm 3 and I would just like us, we're going to read it in German and in English and we're going to pray it together. Und wir werden es so machen, dass ich vorbete und ihr dann einfach nachbetet. And Michi will start and then if you could just pray after him. Immer so satzweise. And we'll just go through it verse by verse. O Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie haben sich gegen mich verschworen und spotten. Der ist erledigt, auch Gott wird ihm nicht mehr helfen. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich auf seinen heiligen Berg und antwortet mir. So kann ich beruhigt schlafen und am Morgen in Sicherheit erwachen, denn der Herr beschützt mich. Ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn sie mich zu Tausenden umzingeln. Greif ein, Herr, und rette mich. Du bist doch mein Gott. Du wirst meinen Feinden ins Gesicht schlagen und diesen Gottlosen die Zähne ausbrechen. Ja, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Lass dein Volk deinen Segen erfahren. Wir können es nochmal auf Englisch machen. Okay. O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek. You break the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. Amen. Amen. Amen.